Guten Morgen, ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Intervalltraining. Was habe ich heute mit euch vor? Wir haben eine Übungszeit von 50 Sekunden, danach 10 Minuten, 10 Sekunden Zeit für den Wechsel, dann nochmal eine Übungszeit von 35 Sekunden und danach 20 Sekunden Pause. Also es geht schon flott, es ist low vom Tempo her, aber ihr kommt ordentlich ins Schwitzen. Ich verspreche es euch, wir fangen an. March auf rechts, marschier. Also ich muss gerade noch mal hier hinten fummeln, irgendwas hängt nicht ganz so am Mikro. So, besser. 4, 3, 2, Step Touch. 4, 3. Zweiner, marschier. 4, 3, 2, Step Touch. 4, 3, 2, marschier auf rechts. 4, 3, 2, komm in den Knee Lift. Double Knee Lift, zweimal rechts und links. Letzten 4. Noch 2. Du marschierst auf links. 4, 3, 2, Step Touch. 4, 3, 2, marschier. 4, 3, 2, Step Touch. 4, 3, 2, na? March auf links. 4, 3, 2, Step Touch. So, die Schulter kreist im Wechsel. Langer Arm. Und zieh dann mal im Wechsel einen Arm lang nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Der Arm geht nach oben. Noch 3, 2, Side to Side, schwing mal deinen Arm. 4, 3, 2 und zieh den Arm nochmal nach oben zur Decke. 4. Wir sind jetzt hier im Side to Side. Und nach vorne. 4, 3. Noch 2. Kreis im Wechsel deine Schulter. 4, 3. Noch 2. Du marschierst auf links. Marsch. Gibst die Ferse vor, Heel Leg. 4, 3, 2 und tippe mal nach hinten. Nimm die Arme hier mit nach vorne, in die Lunge hinein. 4, 3, 2, marschier. 4, 3, 2, Knee Lift. Links beginnt. 4, 3, 2 noch.
Und dann kommt hier der Doppelnil. Zweimal links. Marschiere rechts. 4, 3, 2. Ferse vor. 4, 3, 2. Und nach hinten. Tipp. Komm. 4, 3. Noch zweimal. Marschieren. Atme mal tief ein. Noch einmal. Letztes Mal. So, das Warm-up haben wir. Ich muss heute selbst die Musik wechseln. Ich verschwinde ganz kurz. So, ihr hört, es ist nicht so schnell. Ich habe heute hier den Timer dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt hier hört über dieses Mikro. Der gibt mir immer Signal. Ersten 50 Sekunden. Schau mal. Squat. Und dann kommen wir hier rüber. Tiefer Squat. Und Gewicht zur anderen Seite. Okay, auf geht's. Jetzt ist er aus. Komm in Position. Achtung. Es geht schon los. Du fängst schon an. Hopp. Tief. Wir haben übrigens zwei Durchgänge. Wir machen erst alles einmal durch. Und dann machen wir jeweils noch eine zweite Runde, weil das dann natürlich so schön war. Und das merkt ihr dann. Nicht so schnell, aber dafür kommen wir ganz tief hier nach unten. Vorschiebt nach hinten. Letzten 10 Sekündchen laufen. Schneller Wechsel. Komm nach unten. In die Rückenlage. Lang hier die Arme hinter den Kopf. Aufrichten. Und ab. Geht los. Wir haben nur 10 Sekunden für den schnellen Wechsel. Zieh dich hier nach oben. Die zweite Runde hat 35 Sekunden. Also ein bisschen weniger. Halten. Die Pause. Komm wieder nach oben. Wir machen alles noch einmal. Wir machen es immer im Wechsel, die zwei Übungen. So, du weißt, tiefer Squat, diese 25 Sekunden werden wir mit der Zeit dann brauchen. Ihr werdet merken, es wird sehr anstrengend. Achtung. Und auf geht's. Komm, tief. Und zur Seite. Weiter, weiter, weiter. Sekunden laufen. Immer schön hier tief kommen in der Mitte. Achtung! Direkt zum Boden. Zweite Runde hier. Beine lang ausstrecken. Arme lang hinter den Kopf. Und dann aufrichten ins Boot. Auf geht's! Kurze Wechselzeit.
durchhalten, die 35 Sekunden. Weiter, weiter. Pause. Erste Runde haben wir komplett. Komm nach oben. Nächste Runde, linkes Bein kreuzt hier hinten tief. Und dann kommst du hier zur Seite und schiebst das Bein nach oben. Und zwar mit der Ferse hier nach oben kicken. Nur diese Seite bitte, nur linkes Bein. Auf geht's. Komm schön tief. Und hab das gestreckte Bein. Du versuchst hier mit der Ferse nach hinten und oben zu schieben. Tief und nach oben. Ja, Oberschenkel, Po, merkst du schon, ne? Hopp, schieben. Fünfzehn Sekunden noch. Ah, brennt schon langsam der Oberschenkel. Komm, ein bisschen geht noch. Letzten Sekunden. Und du löst, schneller Wechsel. Lege dich mit dem geraden Oberkörper zurück, nimm die rechte Hand zum rechten Fuß. Geht schon los. Achtung, bitte nicht so hängen. Wir sind ganz fest und zentriert in der Körpermitte. Weiter, auch einziehen und dreh den Ellbogen zum hinteren Fuß. Letzten Sekunden. Und du löst, kommst nach oben. Gleiche Seite noch einmal. Kreuz und dieses Kick mit der Ferse nach hinten und oben. Pause, jetzt brauchen wir die 25 Sekunden. Achtung, geht gleich los. Auf geht's, komm. So, gut stabilisieren, ihr merkt schon. Ab. Es ist nicht sehr schnell. Bauch einziehen. In der zweiten Runde lässt die Kraft schon ein wenig nach. Versuche weiterhin ganz stabil hier zu bleiben. Zwanzig Sekündchen noch. Letzten Sekunden laufen. Und geschafft. Komm wieder nach unten. In den Kniestand. Zweite Runde. Schultern tief. Bauch ziehst du ein. Und dann geht es auch schon hier nach hinten los. Beckenboden hier anspannen, die enge Hose hier schließen. Komm mit in die Rotation hier hinein. Letzten Sekunden. Komm wieder nach oben. Und jetzt rechtes Bein in das Kreuz. Und dann hier in diesen Kick. Pause. Atmen. Die Zeit brauchen wir. Achtung. Auf geht's. Ab. Auch hier wieder versuchen, die Ferse nach hinten oben zu schieben. Wird schon warm, ne?
Das kann nicht an der Außentemperatur liegen, denn die ist noch ziemlich niedrig. Komm. Zwanzig Sekunden noch. Oberschenkel hoch. Brennt. Weitermachen. Komm. Endspurt. Kommt schnell nach unten in die Rückenlage. Den Po jetzt hier. Die Hände unter den Po. Die Beine ab. Hoch. Und dann hier nach hinten rollen langsam zurück. Guck mal, tief. Hoch. Und jetzt nach hinten und langsam zurückrollen. Auf einziehen. Auch hier nicht so schnell. Und den Bauch nach innen. Hopp. Roll dich auf, über die Seite aufstehen. Unsere 25 Sekunden Pause. Wieder unser Kreuz und Kickside. Immer auch was trinken zwischendurch, gell? Wenn du merkst, dass du das brauchst. Aber ihr seid ja alt genug. So, Achtung, auf geht's. Hin langsam, gut stabil. Auch hier noch 20 Sekündchen. Auch einziehen, stabil bleiben in der Körpermitte. Letzten Sekunden. Löse, direkt nach unten kommen. Hände hier nach vorne, Po drauf ablegen. Beine zur Decke, Schultern tief. Ab geht's. Tief. Hoch. Jetzt hier nach hinten rollen, nur so ein bisschen. Und dann wieder tief und hoch. Bauchnabel nach innen fließen lassen. Schön langsam hier wieder den Po nach unten rollen. Auf die Hände. Pause. Ich zeige es schon mal, die nächste Übung in der Zeit. Vier Füßler, Knie anheben, viermal. Hier nach außen öffnen, dann die Knie ab und die Knie wieder nach oben. Bauch einziehen. Du weißt, rausgedrückt, außen Schultergürtel. Geht auch gleich los. Achtung. So, wir fangen an, es geht. Hoch, seit. Achtung, tief, hoch, seit. Tief und hoch und seit. Du hast wahrscheinlich eh nur ein Bein. In der zweiten Runde fangen wir dann mit dem anderen Bein an. Tief und hoch. Bleib stabil. Bauch einziehen. Tief und hoch. Zehn Sekunden noch. Und geschafft. So, du sitzt hier. Unterarmstütz hinten, Ellbogen eng. Beine strecken und die Knie ranziehen. 35 Sekunden. Ab. Ab. Hier raus aus deinem Panzer, ja? Oh, Schulter weit auseinander. Komm. Jawohl, jawohl, da geht noch ein bisschen mehr.
Oh nein. Shit. Oh nein. 10 Sekunden hast du noch. Und lösen die Pause. Komm zurück dann in den Vierfüßler. Jetzt haben wir die Phase, wo wir die 25 Sekunden Pause auch schon brauchen. 10 Sekunden noch. Schon mal einrichten. Dann die Knie anheben und viermal. Dieses Mal fängt das andere Bein an. Bei mir ist es das rechte. Achtung. Komm nach oben. Auf geht's. Knie ab. Hoch. Und dann viermal. Bleib schön tief mit deinen Knien. Tief hoch, Bauch einziehen und pass auf, dass du nicht immer mehr nach hinten kletterst. Hier, Schulter, Schulter und Handgelenk bleibt auf einer Höhe. Sind nur noch 10 Sekunden hier. Geschafft. Umdrehen. In den Sitz hinein. Unterarmstütz. Bitte nicht hier hängen. Rausziehen. Auf geht's. Kurzer Wechsel. Ab. Ab. Komm. Schiebe. Bleib hier mit deinem Abstand von Ohr und Schulter. Wirklich groß. Schieb. Schieb. Schiebe. Sind 10 Sekunden noch. Zauberwort. Pause. Komm nach oben. Nächste Runde. Grätsche. Und viermal ganz tief. Vier Schritte nach vorne. Aufrichten. Wieder tief. Und 4 Schritte geht's zurück. So, auf geht's. Komm, bisschen hier öffnen. 4 Schritte vor. Aufrichten. Und ganz tief. 4 Schritte zurück. Auch das ist nicht sehr schnell, aber sehr tief. Sekunden darfst du noch. Geschafft. Der schnelle Wechsel. Beine lang, Arme lang ausstrecken, anheben. Viermal hier diese Schaukel. Und dann ablegen. Auf geht's. Hoch. Schaukeln. Und ablegen. Nochmal. Anheben. Ablegen. Anheben. Ab. Und ein letztes Mal. Komm nach oben. Pause. Und dann machen wir das alles nochmal. Atme. Sehr leer. Ich schaue auf die Uhr. Noch 3 Sekunden Pause. Kann schon in die Grätsche kommen. Auf geht's. Ganz tief. Aufrichten. 50 Sekunden hier. Durchhalten, komm. Ich
weiß, Oberschenkel, Po, die jammern jetzt ganz fürchterlich. Wir machen trotzdem weiter. Und danach kommt ja dann auch schon die wunderbare Bauchübung. 20 Sekunden noch, schau mal, nur noch. Grätsche, bisschen öffnen hier. Endspurt. Und der Wechsel zur Bauchübung. Arme lang, Beine lang und die Schaukel. Es geht schon los. Anheben. Und ablegen. Anheben, Bauch einziehen. Und ablegen. Nochmal anheben. Ablegen. Anheben. Letzter. Und geschafft. Dreh dich um. Du kommst jetzt in einen Unterarmstütz. Ich zeige es dir, du hast Pause. Du schiebst dich hier vor, tief, hoch und wieder zurück, sodass Ellbogen und Schulter auf einer Höhe sind. Noch ist Pause. Achtung, einrichten, auf geht's. Vor und tief und zurück. Komm nicht zu weit zurück, also wirklich maximal Ellbogen, Schulter in Höhe. Du kannst die Arme auch parallel legen, wenn du das möchtest. Das bleibt dir überlassen. Durchhalten, Bauch einziehen. Ich weiß, es ist schon schwer. Komm, mach weiter. Weit. Durchhalten. Es sind noch 10 Sekunden. Die schaffst du. Und lösen. Und setz dich mal hier auf die linke Hüfte. Den unteren Arm hier lang ausstrecken. Und führe gleich Knie und Ellbogen zusammen. Das war's schon. Auf geht's. Komm, war ein schneller Wechsel. Und du darfst gerne dich auch hier ein bisschen mit rausdrücken. Ich liege ein bisschen blöd auf meinem Mikro. Du machst mal weiter. So ein bisschen anders sortieren. Also schieb dich ruhig hier noch ein bisschen mit raus. Hopp. Versuche deine Knie geschlossen zu halten. Komm. Letzten paar Sekunden. Pause. Du kommst wieder hier gleich in den Unterarmstütz. Lass dich ruhig hier mal so ein bisschen durchhängen. Dann schieben wir uns wieder vor und tief. So, richte dich ein. Komm ins Brett. Es geht los. Komm, komm, komm. Durchhalten. Ich habe euch versprochen, ihr schwitzt. Ich gehe davon aus, das tut ihr bereits. Komm, weiter. Durchhalten, durchhalten. Die letzten paar Sekunden. Und ab. Noch einmal. Linke Hüfte setzen. Wir den Unterarm schräg nach vorne. Und zusammenführen. Knie und Ellbogen.
letzten 10 Sekunden. Endspurt. So, dann hast du die Pause und schaust mal. Du kommst hier in den Hund hinein, zweimal einen Push-Up, dann legst du deine Unterarme ab und kletterst hier in ein Brett, kletterst zurück, schiebst dich wieder hoch und dann wieder die Push-Ups. Pause noch, ein paar Sekunden, Achtung, schieb dich schon mal hier in den Hund hinein, zweimal hier tief, jetzt die Ellbogen eng. Ablegen, die Unterarme nach hinten klettern, wieder hochklettern, drück dich hoch und zweimal der Push-Up. Ellbogen eng und jetzt geht's nach hinten und wieder nach vorne, hochschieben, zweimal Push-Up, ablegen und zurück. Ab geht's, letzten 15 Sekunden. Und das Schöne ist, das dürfen wir zweimal machen. Unterarme. Und hoch. Und geschafft. So, rechte Hüfte. Langer Arm. Und dann führen wir hier Ellbogenknie zusammen. Du kannst den Arm auch hier ein bisschen länger ausstrecken. Das konnte ich auf der anderen Seite sehr schlecht, weil ich da auf dem Mikrofon liege. Gab. Kannst die Arme strecken, kannst sie klein nehmen. Suche dir was raus. Endspurt. Letzten Sekunden. Und geschafft. Nochmal den Hund mit den zwei Push-Ups und die Unterarme ablegen. Jetzt haben wir erstmal unsere wohlverdiente Pause. So, vorbereiten. Komm in den Hund nach oben. Ab geht's. Zweimal tief. Ellbogen eng ablegen. Nach hinten klettern, wieder hochklettern und drück dich hier nach oben. Schieb dich hoch, zweimal hier nach außen, ablegen. Jetzt wird's anstrengend. Du hältst durch. Weitermachen. Schau mal für dich auf die Uhr. Sind nur noch wenige Sekunden. Komm, weitermachen. Geschafft. Noch einmal die rechte Hüfte. Den Arm hier nach unten ablegen. Und Ellbogen, Knie zusammen. Ohren, Schulter hier weit auseinandernehmen. Ziehen. Ziehen. Die letzten 10 Sekunden laufen. Diese Runde haben wir. Komm bitte dann nach oben. Wir kommen hier tief, dribbeln viermal. Kommen tief und hier nach oben auf die Zehenspitzen. Und dann geht's zur anderen Seite. Und auf geht's. Dribbeln. Tief, hoch. Dribbeln. Ohne Sprung heute. Auf die Zehenspitzen kommen. Ich glaube, einen haben wir nachher noch. Oh, bin ich wieder runter. Tief, hoch. Und ab geht's.
Hieb, Zehenspitz und ab. 20 Sekunden noch. Auch das gar nicht so schnell. Endspurt. Geschafft. Nach unten kommen. 10 Sekunden der Wechsel. Leg dich zurück. 4-mal rechts, links. Und einmal hoch, tief. Achtung, los geht's. Hopp, 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 hopp. Ran und ab. Nimm mal die Hände enger. Füße stellst du jedes Mal wieder auf. Letzten Sekunden laufen. So, Pause. Komm wieder nach oben. Das machen wir gleich noch einmal. Atmen bitte, was trinken. Achtung, wenige Sekunden noch. Dann geht's schon wieder los. Tief. Wipp. Tief. Noch 20 Sekunden hier. Letzten 10 laufen. Halt geschafft. Komm direkt nach unten. Lege dich zurück. Diesmal nehmen wir die Hände hier zusammen und versuchen, die Hände rechts, links abzusetzen. Achtung! Geht schon los! Und einmal hier zusammen führen, Knie und Hand. Komm, auf! Weit zurücklehnen. Auch nach innen. Letzten paar Sekunden noch. Auch hier, die Runde haben wir. Schaue. Nächste Runde beginnt hier. Und dann kommst du rund mit einem Katzenbuckel in ein Brett und legst dich hier ab, schiebst dich wieder hoch und kommst zurück in den Hund. Noch ist Pause. Auf geht's, komm. Runden, Runden, Runden. In das Brett ablegen. Dann kannst du die Knie aufsetzen, wenn du hochkommst. Gerne, ja? Knie auf, schieb dich hoch. Oder ohne. Rund, ab, nach oben. Ganz rund, ablegen. Schieb dich hoch und zurück. Bauch einziehen. Ich weiß, man neigt dazu, ins Hohlkreuz zu gehen. Bauch fließt nach innen. Kämpf dich durch die letzten Sekunden. Achtung, gleich habt ihr es geschafft. So, Bauchlage. U-Halte. Daumen zeigen zur Decke. Arme anheben. Alles andere sag ich. Hoch und ab. Auch einziehen. So, jetzt die Beine. Jetzt beides. Jetzt beides anheben.
Oberkörper nach rechts und nach links drehen. Achtung, Mitte ab. Hoch, tief, Arme, Beine. So, haben wir die 25 Sekunden Pause. Und dann gehen wir gleich nochmal in unseren Hund, über unseren Katzenbuckel ins Brett, senken uns ab in die Bauchlage. Ja, machen wir nochmal 50 Sekündchen. So, 3 Sekunden noch, bitte einrichten. Und schieb dich mal hier rund, absenken, aufrichten und zurück. Halt die Spannung im Bauch. Setz gerne hier die Knie ab und schieb dich so nach oben. Wenn du merkst, dass du das über die Kraft des Bauches nicht halten kannst, dass du hier den Bauch durchhängen lässt, dann setze deine Knie ab, schieb dich hier nach oben. Letzten 10 Sekunden. Und komm in die Bauchlage. In die U-Halte. 4-mal anheben, die Arme, dann die Beine, den Rest sag ich. Geht schon los. Bauch einziehen. So, 4-mal die Beine. Beides. Anheben und jetzt den Oberkörper rechts, links nehmen. Mitte ab. 4-mal hoch, tief, beides. Und auch diese Runde haben wir die wohlverdiente Pause. Jetzt kommt nochmal Arm. Trizeps. Schauen. Fingerspitzen zeigen zum Po. 4 Dips. Und dann 4-mal das Bein anheben. Noch ist Pause. Achtung. Auf geht's. Komm nach oben. Und jetzt tief hoch. Ab. Jetzt habe ich euch die gemeine Übung für die 50 Sekunden gegeben. Das drehen wir nachher mal um. Komm. Das brennt, ich weiß. Noch 2 hier. Letzten 10 Sekündchen. Sport geschafft. Schau mal. Fang hier unten ruhig an. Brett, klettern, Burpee. Hier nach oben und zurück. Schau mal, geht schon los. Aus dem Brett. Schieb dich hoch. Ab und zurück. Schieben, aufstehen. Geschafft. Pause. Schafft ihr die 50 Sekunden Trizeps? Klar. Komm, machen wir es doch so rum. Pause, Pause, Pause. Atmen, ihr hört mich auch schnaufen. Achtung, Fingerspitzen jetzt hier zum Po. Und es geht los. Achtung, 4-mal tief hoch. Und 4-mal ein Knie anheben. Und nochmal, komm. Das hältst du durch. Dein Tempo.
Die letzten 20 Sekündchen laufen. Die letzten 10 Sekunden, die schaffen wir alle. Komm, komm. Komm, auf geht's. Ins Sport. Ja. Auslockern. Wir haben den direkten Wechsel vom Brett nach oben in den Stand. Achtung, Brett. Und los geht's. Sekunden. Jawohl. Pause. Zwei Durchgänge haben wir noch. Und der beginnt hier oben. Tief, Hände am Boden setzen. Hoch. Und der Wechsel. Atmen. Puh. Ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen heute. Und komm. Auch hier sind wir gar nicht so schnell unterwegs. Langer Rücken. Großer Ausfallschritt. Hände am Boden absetzen. Auch hier nur noch 20 Sekündchen. Zehner. Jawohl. Nächste Runde. Schauen. Und wenn du hier oben bist, Einsprung. Achtung, los geht's. Auf geht's. Komm, ab. Du kannst natürlich die Hände mitnehmen. Dabei den ziemlich zum Schluss machen. Ist die Bauchmuskulatur natürlich schon müde. Jawohl. Nochmal das Ganze. Ausfallschritt. Zehn Sekunden noch. Los geht's. Langer Rücken. Sekunden. Zehn. Geschafft. So, noch mal rückrollen. Letzter Durchgang hier. Komm, 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 weiter. Hier, mach mal weiter. Ich muss hier gerade mal ziehen. Das zieht mir sonst
Mikro da hinten aus. Die letzte noch, das war super. Einen Durchgang. Ausfallschritt. Kick. Seite wechseln. Gestrecktes Bein. Letzter Durchgang. Achtung. Beginne. Tief. Hoch. Und der Wechsel. Gestrecktes Bein. Achtung, die Bewegung. Weit nach hinten. Ab. Das Bein. 10 Sekunden noch. Nach unten. In ein Brett. 4-mal. Hier in diesen Star. Och, geht schon los, den Rest sag ich. Und dann kommen wir in den Hund. Nochmal. Hopp. 4-mal drehen. Und schieb den Boden zur Decke. Zurück. Boden zur Decke. 8 drauf, dass der Po nicht zu weit oben ist. Pause. Einmal noch die letzten beiden Übungen. Komm nach oben. Es ist der Ausfallschritt mit dem Kick. Und auf geht's. Komm. Weit nach hinten. Kick vor. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Es geht hier wirklich um sauberes Arbeiten. Und du merkst, wenn die Kraft nachlässt, fängst du an zu schaukeln. Komm, mobilisier nochmal deine letzten Kräfte. Paar Sekunden. Auf, komm. So, letzte Runde in die letzte Übung. Brett. 4-mal drehen, Po zur Decke. Geht schon los. So, du gibst alles. Und dann schiebst du dich hier hoch. Und nochmal. Nicht mehr lang. Und ablegen auf den Bauch. Bleibe liegen. Ich gehe die CD wechseln, während du ein paar Mal tief ein- und ausatmest. Das haben wir uns auch verdient. War doch ganz schön anstrengend, weil das Intervall ein bisschen anders war. So, jetzt piepst er sich ein Wolf. Jetzt muss ich den gleich mal ausmachen hier. Ja, wir wissen's. Aus. So, Bauchlage. Linke Hand nach vorne, Stirn ablegen. Nimm den rechten Fuß ran, zieh die Ferse zum Po.
Seite wechseln. Und dann löst du. Setz die Hände auf, schiebst dich in den Vierfüßler. Schiebst mal den Po nach hinten, die Fingerspitzen nach vorne, sodass du ganz, ganz lang im Rücken wirst. Und die Hände jetzt ran in den Vierfüßler hinein. Rundest dich mal, kommst in den Katzenbuckel. Und lösen. Und nochmal. Dann gib deine linke Hand hier weit nach rechts, leg die linke Schläfe, die linke Schulter am Boden ab, rechten Arm streckst du lang aus und lass mal ganz bewusst im Bereich der Schulter und der Brust los. Rechte Hand ranziehen, in den Vierfüßler schieben. Runden, Katzenbuckel. Und dann geht die linke Hand, die rechte Hand weit nach links. Rechte Schläfe, rechte Schulter ablegen, linken Arm ausstrecken, Schultern loslassen, Brustraum Richtung Boden fließen lassen. Zieh die linke Hand wieder ran. Schieb dich in den Vierfüßler. Und von hier nach oben in den Kniestand hinein. Nimm einmal dein linkes Ohr auf deine linke Schulter. Der rechte Arm zieht tief, der Handrücken zur Decke. Und lass beide Schultern mal ganz bewusst nach unten sinken. Komm zur Mitte und wechsle mal die Seite. Löse, den linken Arm zur Seite, dreh dich dann weit nach hinten, die rechte Hand kommt hier an die Hüfte, zieh dich mal weit nach hinten. Zur Mitte und wechseln. Und lösen und komm dann in die Rückenlage hinein. Zieh mal die Knie zur Brust ran, nimm mal die Hände in den Nacken und lege beide Knie nach rechts ab, während dein Kopf nach links dreht. Und nimm jetzt den linken Ellbogen im großen Bogen über die Decke, nach rechts auf den anderen Ellbogen. Und dann öffne dich hier nochmal. Der linke Ellbogen, den führst du zurück und dann bleibst du hier. Kommst zurück in die Rückenlage, ziehst die Knie ran und nimmst beide Knie jetzt nach links, während dein Kopf nach rechts dreht. Und dann geht der rechte Ellbogen im großen Bogen über die Decke, nach links auf den anderen Ellbogen. Komm zurück und bleib wieder geöffnet hier liegen. Roll dich dann zurück in die Rückenlage hinein. Stell den linken Fuß auf, kreuz den rechten Fuß über dem linken Knie, zieh mit beiden Händen den linken Oberschenkel zur Brust ran, den Unterschenkel streckst du, Fußspitze ranziehen zum Gesicht. Und du löst. Wechselst, rechten Unterschenkel hier ranziehen, Fußspitze zum Gesicht. Und löse, die Beine mal lang ausstrecken, die Arme mal ganz lang hinter deinen Kopf recken, strecken, in die Länge ziehen. Gehen deine Arme zur Decke, roll dich auf
in den Sitz hinein. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen geschwitzt. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.